Moin Leute, heute gibt's mal die erste Mission von Destiny 2 und die werden Destiny 1 Spieler vermutlich noch kennen. Und es war wirklich cool, wieder da drin zu sein und das Ganze halt kommentarlos und Film ab. Hüter! Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Dieser Ort ist ein altes Kosmodrom, ein russischer Raumhafen. Er steht jetzt unter Quarantäne und ist ziemlich gefährlich. Aber unser einziger Weg vorwärts führt durch die Mauer. Du musst in die Stadt zurückkehren. Und dafür brauchen wir ein Schiff. Aber zuerst brauchst du eine Waffe. Suchen wir weiter. Vorsicht, sie sind überall. Es ist ein Risiko, aber ich besorg uns mehr Licht. Hochsicheres Militärsystem. Check. Zerrissene Kabel und Rost. Check. Wenn ich diesen Schalter umlege, kommt Ärger auf uns zu. Gar nicht gut. Sie sind definitiv nicht froh, uns zu sehen. Da ist ein Gewehr. Schnapp es dir. Ich habe dich aus einem bestimmten Grund zurückgeholt. Du bist ein Titan. Das heißt, du bist eine Kämpferin. Sei bereit, denn wir befinden uns im Feindgebiet. Konzentrier dich. Wenn dein Radar blinkt, ist Ärger nicht weit. Die Gefallenen sind Plünderer. Alien-Piraten, die klauen, was von der Menschheit übrig ist. Apropos Piraten. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Noch mehr Gefallene. Schmeiß ihnen alles entgegen, was du hast. Dein Licht ist stark, Hüter. Geh immer weiter. Ich versuche, ein Schiff ausfindig zu machen, das uns nach Hause fliegt.
Achtung! Ein gefallenen Raid-Kommando. Wir stecken in mehr Schwierigkeiten, als ich dachte. Sie wollten einen Kampf? Dann sollen sie den auch kriegen. Kämpf weiter. Ich scanne nach Schiffen in der Nähe. Konzentriere dich auf die Gefallenen. Okay, ich habe ein Signal von einem alten Sprungschiff empfangen. Machen wir uns auf die Suche. Wenn wir in die Stadt kommen, wirst du verstehen, warum ich dich zurückgebracht habe. Die Leute, das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Und erst der Reisende. Warte nur, bis du alles siehst. Los geht's. Schnappen wir uns das Schiff. Schauen wir uns unser neues Schiff an. Es liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweitet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Also gut, für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich.
Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Die letzten Überlebenden des Untergangs nennen die Stadt ihr Zuhause. Deswegen habe ich dich zurückgebracht. Um sie zu verteidigen und unsere verlorenen Welten zurückzuerobern. Da sind wir. Der Reisende. Die letzte Stadt. Willkommen zu Hause.